Chapter 3 Staufen unter der Sonne. First Dialogue. Die Arbeit mit Behinderten stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie ist es für dich? Es hat sich im Laufe der Jahre verändert. Ich habe die Ausbildung gemacht als Sonderschullehrerin und habe auch an einer staatlichen Schule gearbeitet. Und seit ich selbst eine Gruppe habe, also in eigener Verantwortung, arbeite ich sehr gerne, weil es für mich wichtig ist, den Tagesablauf der Kinder miteinander zu erleben. Beate, wenn man hier in den Gruppenraum reinkommt, dann hat man eine Wohnzimmeratmosphäre. Wie macht ihr das? Wie machen wir das? Wir sind den ganzen Tag mit den Kindern zusammen. Sie kommen am Morgen und wir essen zusammen, wir frühstücken, wir essen Mittag zusammen, die Kinder ruhen sich aus am Nachmittag und um 3:30 gehen sie wieder nach Hause. Und ein bisschen Wohnzimmer ist wichtig, damit sie sich wohlfühlen, weil sie den ganzen Tag hier sind. Und die Einrichtung haben wir danach ausgesucht, dass wir Bilder anhängen, dass sie sich hinlegen können, also ein Bett da ist und dass sie ihre Puppen hier haben und in der Pause spielen können. Wenn du den ganzen Tag mit behinderten Kindern zusammenarbeitest, kannst du dann abends abschalten? Mittlerweile habe ich das gelernt. Im ersten Jahr war es sehr schwierig, weil es mich echt sehr beschäftigt und es kommt darauf an, wie die Probleme sind. Aber ich glaube, es ist bei der Arbeit möglich abzuschalten und man braucht auch seine eigenen Interessen und den eigenen Bereich, um das Ganze zu vergessen. Aber wenn Probleme da sind, dann geht es nicht. Wenn mit den Kindern oder mit den Eltern. Und das ist aber nicht mehr so schlimm wie früher. Second Dialogue. Ich möchte ins Münstertal fahren. Wie komme ich dorthin? Von Staufen. Ja, möchten Sie mit dem Bus fahren oder haben Sie ein eigenes Auto? Ich habe mein Auto dort hinten stehen, auf diesem Parkplatz. Sie müssen jetzt also die Altstadt umfahren, müssen wieder zurückfahren bis auf die große Umgehung und müssen dann unten an der Brücke links abbiegen und dann sind es ca. 8 Kilometer, bis Sie im Untermünstertal sind. Gut, danke schön. Dankeschön. Third Dialogue. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Post? Da müssen Sie hier die Straße runtergehen, immer geradeaus, am Weinbrunnen vorbei. Der ist auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist ein Parkplatz. Und dann weiter geradeaus noch Eisdiele. Und hinter der Eisdiele, es ist, glaube ich, ein gelb gestrichenes Haus, das ist die Post. Wie lange muss ich zu Fuß gehen? Ungefähr 3 Minuten, wenn Sie normal gehen. Gut, vielen Dank. Bitte. Fourth Dialogue. Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Bahnhof? Ach, ich muss mal überlegen. Sie sehen hier vorne die Fauststube, nicht? Das ist das Gasthaus zum Löwen. Sie gehen entlang die Hauptstraße, dann etwa die dritte Querstraße nach links. Und wenn Sie es nicht finden, dann fragen Sie vielleicht noch mal unterwegs. Gut, ist das weit von hier? Ungefähr 7 Minuten. Dankeschön. Bitteschön. Chapter 3. Jetzt sind Sie dran. In Staufen. Give these people directions to where they want to go, following the map in this chapter. Ach, entschuldigen Sie bitte. Wie komme ich zum Faustgymnasium? Sie gehen hier Richtung Süden, die Wettelbrunner Straße runter. Gehen dann die erste Straße rechts. Das ist die Grunerner Straße. Nach ein paar hundert Metern kreuzen Sie die Eisenbahn. Und dort biegen Sie links ab. Ich weiß nicht mehr, wie die Straße heißt,
Jedenfalls verläuft sie entlang der Eisenbahnlinie. Und dann sehen Sie schon rechter Hand ein großes Gebäude mit einem Parkplatz davor. Das ist das Faust-Gymnasium. Also, erste Straße rechts, nach der Eisenbahn links. Wie komme ich zum Schloss? Sie gehen hier die Straße rauf und nehmen dann die zweite Straße rechts. Das ist die Schlossgasse. Und von da können Sie es gar nicht mehr verfehlen. Gehen Sie einfach immer der Nase nach. Wo ist hier ein Parkplatz? Fahren Sie hier die Albert-Hugart-Straße runter? An der ersten Kreuzung biegen Sie links ab in die Richard-Müller-Straße. Und wenn es nicht mehr weitergeht, fahren Sie nach rechts. Sie überqueren zwei Kreuzungen. Und dann ist auf der linken Seite ein Parkplatz. Also, erste Kreuzung links, dann rechts und dann ist es auf der linken Seite. Fifth Dialogue. Was machen Sie gerade? Also, ich bin jetzt gerade in Bad Krozingen, in der Kur. Und wenn sie Wetter ist, laufen wir immer hier rüber, trinken unser Gläschen Wein. Und da gefällt es uns sehr gut. Kommen Sie immer hierher? Ja, so ab und zu. Immer nicht. Man kann nicht sagen, jeden Tag. Aber es ist auch nur auf, wenn es schön Wetter ist. Ja. Gefällt es Ihnen hier besonders? Doch, besonders Städtchen. Es ist wirklich schön. Doch, ja, ja. Uns gefällt es also sehr gut hier. Ist es nicht zu früh zum Wein trinken? Ach, an für sich nach dem Mittagessen tut es ganz gut, ein Gläschen Wein hinterher. Sixth Dialogue. Heute ist es so schön. Was machen Sie bei diesem Wetter? Ich mache eine kleine Fahrt mit dem Auto. Und wohin fahren Sie? Ich fahre jetzt wieder von Stauf nach Freiburg zurück und war vorher in Hartheim am Rhein und bin dort gewandert. Was machen Sie bei so schönem Wetter wie heute? Ausgehen, mit den Kindern rausgehen, spazieren gehen, frische Luft schnappen. Was machen Sie hier? Wir haben Eis gegessen und genießen die Sonne. Seventh Dialogue. Heute ist es so fantastisch schön. Was machen Sie bei diesem Wetter? Da ich gestern noch von einem Urlaub zurückgekommen bin, kann ich das leider nicht ganz ausnutzen. Ich habe meine Tochter hierher gebracht zum Kinderturnen und gehe mit meinem Sohn eine Stunde durch die Stadt zum Bummeln und besorge gleichzeitig noch kleine Einkäufe. Wenn ich zu Hause bin, dann versuche ich die Zeit draußen nur auszunutzen, so gut es geht. Heute ist es so schön. Was unternehmen Sie heute Nachmittag? Ich kann leider nicht viel unternehmen. Ich habe nachher noch Konferenz. Leider. Eighth Dialogue. Seit wann ist es geöffnet? Seit 1976. Und seither machen Sie das jeden Tag? Jeden Sommer, bei schönem Wetter. Ninth Dialogue. Seit wann ist Ihre Firma in Familienbesitz? Die Firma war immer in Familienbesitz und das Gründungsjahr war 1844. Und Sie haben jetzt die Leitung übernommen?
Ich habe die Leitung zusammen mit einem Onkel von mir, ja. Und wie lange sind Sie schon in der Firmenleitung tätig? In der Firmenleitung seit 7 Jahren und im Betrieb seit 10 Jahren. Tenth Dialogue. Woher kommen Sie? Wir kommen aus Regensburg. Sind Sie mit Ihrer ganzen Familie hier? Also unsere Kinder sind nicht mehr zu Hause, mit dem Hund sind wir unterwegs. Wie lange sind Sie schon hier? Wir sind jetzt die erste Woche hier, wir bleiben aber ungefähr 3 Wochen sowas. Und wir sind jedes Jahr von Anfang April bis Ende Oktober als Camper unterwegs. Kommen Sie immer in diese Gegend? Um diese Zeit sind wir immer hier, weil hier in Staufen bei Freiburg der Frühling anfängt. Um diese Zeit ist es hier immer schon, blüht schon alles, es ist immer schon Frühling. Und kommen Sie immer genau auf diesen Campingplatz? Genau auf diesen Stellplatz hier. Wir haben immer jedes Jahr den gleichen Stellplatz. Chapter 3, Pronunciation Section. In many cases, S in German is pronounced much as the English S. Ausbildung. Etwas. Kannst. But as you probably already know, elsewhere it sounds like the English Z. This is when it comes at the beginning of a word. Sonne. Selbst. Seid. Or when it comes between 2 vowels, as in diese. Lesen. In combination with T or P or CH, you get the SH sound. Staufen. Spanien. Staatlich. Schwierig. And just to remind you, the German Z is pronounced as if it were TS. Zusammen. Zeit. Now we'll give you some phrases and sentences to repeat. Staufen unter der Sonne. Die frisch gestrichene Eisdiele. Auf der rechten Seite dieser Straße. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich habe vor, Musik zu studieren. Ich war zuerst an einer staatlichen Schule. Chapter 3, Language Exercise 1. I expect you've been asked, seit wann lernen Sie Deutsch? Perhaps you've answered. Ich lerne Deutsch seit 2 Jahren. 2 things to notice there when you say how long something's been happening. Firstly, in German the present tense is used, whereas English tends to use the perfect. And secondly, seit is followed by the dative case. So you get phrases like seit einem Jahr, seit 3 Tagen, seit einer Woche. How would you say these in German? I've been living here since September. Ich wohne seit September hier. I've been waiting for an hour. Ich warte seit einer Stunde. We've been in Staufen for a week. Wir sind seit einer Woche in Staufen. It's been raining since 1 o'clock. Es regnet seit 1 Uhr. How long have you been working with handicapped people? Behinderte. Seit wann arbeiten Sie mit Behinderten? The firm has been open since 1976.
Die Firma ist seit 1976 geöffnet. Chapter 3, Language Exercise 2. Have you ever been stopped by one of those market researchers in the street? Just imagine yourself on your first trip to Staufen being approached by one of them. Entschuldigen Sie bitte, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Say of course. Freilich. Sind Sie als Tourist hier? Say yes, you come from Great Britain. Ja, ich komme aus Großbritannien. Seit wann sind Sie hier? Say you've been here for a week. Ich bin seit einer Woche hier. Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Say to improve your German. Um meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Finden Sie es möglich, mit Deutschen in Kontakt zu kommen? Say yes, it's interesting talking to German people. Ja, es ist interessant, mit Deutschen zu reden. Ist es für die Briten teuer, in Deutschland Urlaub zu machen? Say, not really. You'd like to come back next year. Eigentlich nicht. Ich möchte nächstes Jahr zurückkommen. Was haben Sie hier in Staufen besucht? Ja, ich habe das Rathaus gesehen und das Schloss und die Weinberge ums ganze... Chapter 3. Etwas zum Zuhören. Es ist also eine Tatsache, dass Faust hier in Staufen gelebt hat. Wie lange lebte er hier? Weiß man das? Man nimmt an, man hat sogar Belege dafür, dass der damals hier residierende Freiherr Anton von Staufen, der oben auf der Burg hier in Staufen seinen Wohnsitz hatte, dass dieser Mann, der zweifellos in Geldnöten war, Faust als Alchemist nach Staufen kommen ließ, um ihm Gold zu machen. Aber wahrscheinlich ist bei einem Experiment, bei einem alchemistischen Experiment eine Explosion geschehen, wobei Faust nachher seinen Tod gefunden hat. Und die Volksmeinung hat daraus die Legende gebildet, dass der Teufel ihm das Genick abgebrochen hätte. Es gibt ja auch ein Hotel in Staufen, das auch Touristen offen steht. Dort soll Faust gewohnt haben. Ist das richtig? Ja, da gibt es mündliche Überlieferungen, die sehr gesichert sind, dass in diesem Haus, man weiß sogar den Raum, das Zimmer Nummer 5, dass in diesem Raum Faust ums Leben gekommen sei. Und eben, wie ich vorhin schon sagte, im Jahr 1539, es könnte auch 1540 gewesen sein, wie Faust damals etwa 60 Jahre alt war. Man hat ihn damals schon als einen alten Mann, was man ja heute nicht mehr tun würde, als einen alten Mann bezeichnet. Und man kennt von ihm weder schriftliche Zeugnisse, noch kennt man von ihm sein Grab, noch gibt es sonst irgendwelche Urkunden. Man weiß nur genau, dass er an mehreren Plätzen, etwa 7 bis 9 Plätzen in Süd- und Mitteldeutschland gelebt hat und mit berühmten Zeitgenossen zusammengekommen ist.